Hallo, willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Wir sind in der Gedankenschinderstadt, wo wir in Arena kämpfen und unser Leben kämpfen mussten. Für das Vergnügen der Gedankenschinder. Zum Glück konnten wir entkommen und müssen jetzt einen Weg herausfinden. Die Gitjanki, die das Silberschwert haben wollen, haben uns dabei geholfen. Natürlich aus Eigeninteresse, weil die ja auch gefangen waren. So, dann schauen wir mal. Das hier ist ein schlimmer Raum. Das ist ein schlimmer Raum. Oh, na, schauen, ob ich den umbringen kann. In einem Schlag. Ah, immerhin. Moralisches Versagen, Flucht. Das klingt doch gut. Komm, nimm deinen Bogen und gib ihm den Rest. Haha. Die sind richtig Erfahrungspunkte wert. So, mal schauen. Ich kann hier blutrote Flüssigkeiten mir rausholen. Die helfen mir, glaube ich. Bei etwas Bestimmtem. Mal schauen. Ich glaube, die kann ich trinken. Der Geruch ist zwar widerwärtig, aber es reicht schon aus, an der Flasche zu schnuppern, um eure Sinne zu schärfen. Okay. Elitiden-Serum. So funktioniert es aber nicht. Wie funktioniert das dann? Wenn ich es nicht trinken kann, dann muss ich es irgendwo reinkippen. Können. Ja. Na gut, schauen wir mal hier unten. Hui, renn weg. Und renn rein. Elitiden können interessanterweise nicht durch Unsichtbarkeit, durchschauen. Das sollten sie, glaube ich, eigentlich können vom Pen and Paper her. Aber sie können es nicht, was ich sehr gut finde. Ich zeig euch einen richtigen Kampf. Oh oh. Oh oh. Ja, genau das meinte ich mit oh oh. Deswegen sind diese Drecksäcke so gefährlich. Sie können einen stunnen und dann trifft jeder Schlag und dann ziehen sie mit jedem Schlag 5 Intelligenz ab und dann ist jeder Charakter, egal wie mächtig er auch sein mag, innerhalb von ein paar Schlägen tot. Komm. Ja, der hat das gleiche mit mir gemacht. Das wird doch wieder nichts. Ich werde siegen. Bracket ist tot, bevor ich da bin, um ihn zu retten. Ja, aber er ist auch noch gestorben. Das ist das Problem des Gedankenschinder-Dungeons. Diesem Intelligenzabzug kann man umgehen durch Spiegelbilder zum Beispiel. Ja. Okay. Okay. So. Diesmal werde ich meine Bande in die Nähe holen. Und... Ihr habt es so gewollt. Haha! Renn weg! Ja, wer hat's abgefangen? Nalia hat's abgefangen. Das ist super. Selbst wenn Nalia gehauen wird, passiert da nichts Schlimmes. Ihr Nalia kann's so abhauen. Die hat viel Intelligenz. So, jetzt haben wir diesen Raum geschafft und ich nehme nochmal diese Teile. Ganz viel. Ganz viel. Ich erinnere mich echt nicht mehr so genau, wofür die da sind. Aber hey. Ich werde jetzt, glaube ich, dann doch Kriegerskelette beschwören. Die sind nützlich für sowas. Die halten lange. Und haben eine recht gute Rüstungsklasse. Die kann man mal beschwören. In diesem Fall. Oh, Kampfmusik. Okay, zwei reichen erstmal. Zwei reichen erstmal, ja. Mehr muss dann doch nicht sein. So, ihr geht da runter. Und dann machen wir das ganz geschickt. Ich will auf jeden Fall einen Backstep loskriegen und also reinkriegen. In meinen Kampf hier. Haltet die Augen auf. Und... Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Gedankenschinder, Keldon. Gedankenschinder. Die lauern hier. Leider. Rein mit euch. Und rein mit uns. Ah, zum Glück haben die nicht die Tür blockiert. Das wäre höchst ungünstig gewesen. Haha, One-Hit-Kill. Okay, das lief doch schon mal besser. Ja, mit Masse kann man natürlich immer gewinnen. Gegen jeden Gegner. Aber Skelette sind auch nicht immun gegen diesen
Abzug. Oh, Erinnerungen kommen. Das hier sind Gefangene. Sklaven, die hier von den Gedankenschindern in irgendeiner mentalen Stase gehalten werden. Und wir können hier, glaube ich, dieses Zeugs reinkippen, was ich oben gesammelt habe. Vielleicht. Ja, da, genau, Elitiden-Serum. So. Und dann kann ich die erwecken. Ich bin so müde. Mein Name ist Karamis Hochburg. Oh, von wo auch immer. Wie bist du hierher gekommen? Ja, ihr wart Teil einer Expedition auf Abenteuersuche im Unterreich. Ihr Idioten, wieso würde man das machen? Ja, ihr wurdet auch von Gedankenschindern, das ist interessant. Die Gedankenschinder haben Halsketten hergestellt, mit denen man jedes Geschöpf versklaven kann. Und damit kann man sogar Gedankenschinder versklaven. Ja, ich werde hier verschwinden. Genau, das sind die Leute, denen kann ich helfen, an die Oberfläche zu kommen. So. Naja, goldener Reif, genau. Bleibt bloß hier drin. Verlasst den Raum erst, wenn ich euch sage, dass es frei ist. Ja, Jungs, ich will nicht, dass es hier verloren geht. So, diese goldenen Reife, die kann ich benutzen auf Gedankenschinder. Im Quickslot kann ich die einfach übernehmen dann. Weil hier gibt es bestimmte Türen, die nur Gedankenschinder aufmachen können. Oder Wesen spezieller Macht. Also der Schlechter zum Beispiel. Wenn man sich in den Schlechter verwandelt, kann man die Türen auch aufmachen. Ich weiß gar nicht, ob das da so... die Tür ist... Ich glaube, das führt nirgendwo hin. Ich glaube, das Problem habe ich auch jedes Mal, dass ich denke, dass diese Tür würde irgendwo hinführen. Bevor ich es vergesse, den Tisch hier plündern. Okay, habe ich schon gemacht anscheinend. Gut, was bleibt dann noch über? Nach oben gehen, ja. Nur noch nach oben gehen. Speichern, ja, das wird jetzt sehr wichtig, oder das ist sehr, sehr wichtig, panisch und andauernd und 100.000 Mal zu speichern. Die stampfen ganz schön. Also hier ist natürlich der Stadteingang, da wollen wir am Ende wieder raus, aber hier ist, glaube ich, noch alles relativ sicher zu. Diese seltsame Tür sieht aus, als könnte sie nur von einem Gedankenschinder geöffnet werden, da stand es schon. Und das ist, glaube ich, diese Tür dann hier, oder? Oder die. Auch egal, wir werden auf jeden Fall alle Türen hier aufmachen. Schlussendlich. Ja, die Tür geht nicht auf. Und alles umbringen. Und die Tür geht auch nicht auf. Das heißt, ich muss mir tatsächlich einen Gedankenschinder holen. Gut, das ist gar nicht so schwer. Denn hier gibt es mindestens einen Raum, wo die immer wieder respawnen. Das ist, glaube ich, dieser Raum des Blutes hier. Da müsste immer wieder ein neuer drin stehen. Und den kann ich dann einfach überraschen. Und mitnehmen. Mein eigener Gedankenschinder. Ist das nicht schön? Mein eigener Gedankenschinder. Das Problem ist, sobald er eine Tür aufmacht, wird er unkooperativ. Das muss man wissen. Diese Halsbänder lohnt es sich auch total aufzuheben. Die können für lustige Bug-Abuses, also für lustige Bugs benutzt werden. So, dann wollen wir nochmal schauen, wer sich hier alles einmischt. Oh oh. Die Tür ist auch aufgegangen. Gut. Haha! 128 Schadenspunkte. Nicht schlecht. So, wer ist jetzt hier rein teleportiert? Digityanki. Hi, wo ist der Chef von euch? Das habt ihr gut gemacht. Die Gityanki sind jetzt frei vom Gedankennetz der Elitiden. Unsere eigene Kraft ist wieder frei und wir können diesen Ort auf den Schwingen unseres Willens verlassen. Ihr werdet hier bleiben, fürchte ich, denn wir können euch nicht tragen und dabei in Freiheit bleiben. Wir werden in der Zukunft zurückkehren und all den Schmutz beseitigen, den ihre Tentakel berührt haben. Ha! Feiges Gesindel. Ja, feiges Gesindel. Er hat uns auch, glaube ich, gesagt, der einzige Weg, wie wir hier rauskommen durch die Tür, die ist nämlich verschlossen, und zwar richtig verschlossen, ist, wir müssen das oberste Gehirn hier töten. Ja. Das Gedankenschinder... Gehirn. Das Gedankenschinder Gehirn. Ja, so ähnlich. Das Gedankenschinder Gehirn. Und das ist, glaube ich, in diese Richtung.
Der Laufsound von euch ist geil. Bom, bom, bom. Ich hoffe, den hört man auch auf YouTube noch. Oh oh. Die haben doch nicht etwa da vorne was gesehen? Nein. Badam, badam, badam. Okay, ich brauche wieder euch drei. Ich könnte theoretisch eigentlich auch mit Zauberauge und projiziertem Ebenbild ein bisschen arbeiten. Das macht man sogar vielleicht. Komm. Wir haben ja ein bisschen Spaß und Zeit und all das. Warum also nicht? Ja, dieser Raum, der schreit doch geradezu nach Magier. Ja, der schreit nach dir, Nalia. Bist du nicht stolz oder bist du nicht? Ja, solltest stolz sein. So, projiziertes Ebenbild. Dann machen wir mit dem projizierten Ebenbild ein Zauberauge. Das Problem, was ich schon feststelle, ist, ich hätte mich hier hinstellen können sollen. Damit ich den die Tür zumachen kann. Ah ne, die geht sowieso nicht mehr zu. Okay. So, das Zauberauge hat ein eigenes Sichtfeld. Kopie-Nalia hat das ja nicht. Deswegen ist das Zauberauge so wertvoll. Außerdem sieht es cool aus, oder? So, ich sollte eigentlich nicht zu viel rumlabern, sondern machen. Denn das hat alles eine begrenzte Dauer natürlich, was ich hier produziere. Und wenn ich einen Todeszauber reinzaubere, gehen schon mal die Erdkolosse weg. Das, wegen wird das der erste Zauber sein, den ich da reinhaue. Vielleicht gehen auch die geringeren Gedankenschinder schon drauf. Nee. Und dies haben sie, das haben sie natürlich gesehen. Okay. Kriegerskelette. Auf geht's. Und du machst irgendetwas. Du machst irgendetwas. Ja, Kettenblitz. Kettenblitz. Oh nein, Magieresistenz. Fürchterlich. Gut. Masi? Bring sie alle um. Bring sie alle um. Verdammte Magieresistenz, die habe ich komplett vergessen. Ja, damit ist mein Ebenbild natürlich so gut wie wertlos. Können wir mal Verlangsamung probieren. Anomen ist betäubt. Nicht so gut. Der da muss weg. Hast du... Ach nee, du bist ja... Du bist die echte Nalia. Ich hätte das Zauberauge in die Tür stellen sollen. Das hätte vielleicht geholfen. Ja, Anom ist gestorben. Okay, das war eine schlechte Taktik. Ja, das war eine schlechte Taktik. Ich sollte, glaube ich, einfach meine Skelette reinschicken und schauen, ob das die Situation klärt. Und wenn ich sage meine Skelette, dann meine ich natürlich alle. So viele wie gehen. Und mit so vielen... Oder mit ein paar Buffs. So, du kannst... kannst du eigentlich... Ja, warum nicht? Kommt näher. Kommt näher. Versucht's noch. Okay. Okay, gut genug. Gut genug. Dann machen wir Hast nochmal. Und du buffst dich ein bisschen, ja. Anom ist einer von denen, der da reingehen kann, theoretisch. Chaotische Befehle habe ich nur einmal. Das hebe ich mir auf für einen weiteren Kampf, für einen Kampf weiter hinten. Halt die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Genau, genau. Zum Beispiel Gedankenschinder. Könnten hier sein, ja. Ich will es ja nochmal gesagt haben. Auf geht's. Kriegerskelette. Euer Auftrag. Euer Auftritt. Okay. Ihr müsst doch nicht anfangen. Okay, jetzt geht's los. Jetzt, wo mein Charakter sie gesehen hat, geht's los. Was? Auf Masi? Oh oh. Und Masi ist komplett immun. Perfekt. Na dann. Na dann. Kriegerskelette, seid ihr alle tot schon? Gehirn verzehren, Gehirn verzehren. Was haben wir denn hier? Ich bin nicht überzeugt von meiner Performance oder von der Performance meiner Gruppe. Von Kriegerskeletten. Anomen, rette den Tag. Wir werden jetzt einen nach dem anderen... Ja, fangen wir mit dem Erdkoloss an.
Machen wir mit dem hier weiter. Und gehen über zu dir. Ja, so macht man das. Oder so kann man das machen. So macht man das, würde ich nie behaupten. Ich habe wahrscheinlich ein paar Ressourcen verschwendet. Aber Hast und Kriegerskelette können fast alles töten. So, schauen wir nochmal hier unten rein. Aha, hier ist doch was. Wahrscheinlich verflucht, so wie ich mein Glück kenne. Noch so eine Gruppe. Ha. Noch so eine Gruppe. Gut, wie klären wir das? Das erfährst du nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.